Tückische Winde. Ja, jetzt kommen wir diesen Leveln, wo wir die ganze Zeit fliegen müssen, schon ziemlich nah. Hier diese Röhren, die uns mit den grünen Blättern reinziehen und bei den roten Blättern rausspucken, die können hilfreich sein. Werden aber später auch dafür sorgen, dass wir bestimmte Abschnitte doch mal neu machen müssen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Hier, glaube ich, wenn wir da in den Grün gehen würden, dann würden wir wieder in einem Roten weiter vorne rauskommen. Da müssten wir einen bestimmten Levelabschnitt nochmal machen. Hier bemerke ich es gerade. Ja, Rayman kann ein ganz besonders tolles Rad schlagen. Wenn man im Sprung runterdrückt und dann kurz bevor man aufkommt schlägt, dann schlägt Rayman so ein Rad. Globok schlägt dir zu spät? Da, so. Da muss ich unbedingt einfach mal ausprobieren, weil ich das manchmal durch Zufall gesehen habe. Und inzwischen kann ich das ziemlich gut. Das ist ganz witzig. Bei Globox kugelt er sich zu einer kleinen Kugel zusammen. Und so arm- und beinlos rollt er dann über das Schlachtfeld. Das werden wir später bestimmt auch nochmal sehen. Das hier ist so ein Bereich. Fliegen und nicht mehr aufhören. Und wenn wir uns hier schlagen, wenn hier einer den anderen nach oben schlägt, dann hört er erst auf zu fliegen, wenn er an der Decke angekommen ist. Und das könnte ziemlich verhängnisvoll werden. Genau, da hat man es gesehen. Es kann aber über mehrere Bildschirme hinweg gehen. Das kann ziemlich gefährlich werden. Wow, ich dachte, den letzten lassen wir wieder aus. Ja, auch wieder sehr interessant. Gehen wir von vorne ran an den Punkt oder von hinten? Weil die Strömung genau in die andere Richtung geht. Ah, ich sehe schon, von hinten ist einfacher. Der Vogel hat es mir ganz schön gegeben. Da
krieg gerade noch eine Backpfeife und schon ist der Käfig kaputt. Super. Hat Raymond mit der Nase ausgemacht. Großartig. Ja, da unten waren aber noch... Genau. Da ist noch ein Punkt. Den ich nicht zu holen vermag. Na los, Globox. Schön elegant und doch nicht bekommen. So, jetzt aber nochmal. Hm. Oh. Ja, kriege ich gleich noch eine Schelle für. Wenn man sich irgendwo hinstellen kann in solchen Leveln, dann ist das schon verdächtig genug. Kann man da ruhig mal nachgucken. Naja. So, jetzt gehen wir erstmal zurück. Hier gibt es nämlich ein Wettrennen. Oder ein Schatzrennen. Bin mir nicht so sicher, wie ich das nennen soll. Ihr wisst, was ich meine. Schattenspiele. Und das ist jetzt das Level, das ich meinte, wo wir die ganze Zeit als Silhouette spielen. Na gut, wir haben uns ziemlich angestellt. Yeah.
war ein sehr kurzes Rennen. Jetzt geht's aber weiter hier. Schieß den Vogel ab. Dicken Vögel können wir nicht blasonieren. Die sind sofort weg, wenn wir so ein paar Mal anschießen. Würde mich jetzt ganz eigentlich interessieren, warum das so ist. Oh, ja. Ja, die Lilanen brauchen wir gar nicht anschießen. Den können wir nur ausweichen. Aber die Roten, die können wir abschießen. Ich weiß es gar nicht, ob uns die noch öfter begegnen. Die Roten werden immer kürzer. Hochspannung. Ja, hier werden wir immer wieder öfter diesen, tja, eigentlich Seile, die dann anfangen rumzubritzeln. Die man dann nicht mehr berühren sollte. Den werden wir ziemlich oft begegnen in diesem Level. Musik.
da ist noch ein Punkt. Da ist noch ein Sturmsack. Tja, den in der Clubbox aber nicht bekommen. Und jetzt kann ich ihn nur hier oben wiederbeleben. Das können wir noch nicht mehr holen, den großen Punkt. Das ist schön. Alles versinkt im Sand, da müssen wir verdammt schnell sein. Habe ich da noch keine Zeit, um Globus wieder zu beleben. Ja, von unten gleich hoch, oder? Das ist knifflig. Weiß ich jetzt auch nicht, wie man rankommt. Ich würde mal behaupten, über die Plattform links oben. Von der aus kann man rennen oder halt so, wenn man noch ein Herz hat. Ansonsten hätte man wahrscheinlich von den kleinen fliegenden Plattformen links einfach rennen müssen. Da hatte ich jetzt überhaupt nicht mitgedacht. Es wäre vielleicht ganz gut gewesen, die noch nicht zu töten, sondern erstmal da nach oben zu gehen, wo sie einen hochgepustet haben. Da gab es noch einiges an Punkten. Ja, yo. Man denkt, die Trommeln sind so ausgerichtet, dass man schön ans Ziel kommt. Aber nix da. Hier muss man wirklich gegen den eigenen Flug gegensteuern. Ansonsten ist man schnell im... Tja, wo denn? Im Abgrund. Ja, yeah. Geh dich mal an mir ab. Nur weil du losspringst, wenn du gerade Schaden nehmen kannst. Dafür kann ich ja nichts. Mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Versuche Globox braucht, wenn er alleine spielt. Also wenn Sunshine selber ein Playthrough macht. Wäre mal ganz interessant zu sehen.
braucht nur Timing.